Herzlich willkommen zur nächsten Folge. General Engel knows what is best for us all. Wenn sie meint. Okay, wir sind im Tunnel. Durch diesen Tunnel kommen Sie direkt zur Güterzugverladungshalle von Area 52. Am schnellsten geht es, wenn Sie auf einem dieser Züge mitfahren. Alles klar. Also immer, wenn ich einen Waffenwechsel mache, mache ich einen Screenshot nur zur Info. Caroline, hören Sie mich? Ach, Caroline. Ich werde immer schwächer. Quatsch. Geht schon. Ohne Ihre Flügel würde ich fallen. Ah, das ist der Haken fürs Licht. Alles klar. What? Wow. Haben die jetzt etwa raketenbetriebene Züge? Was ist das? Lass den Raketenantrieb herunter. Aber ich hab keinen Schalli. Warte mal. Ein Schalli drauf. Integrierter Schalldämpfer. Doch, bei denen ist es drauf. Bei der Maschinenpistole ist es drauf. Okay, also hier müssten wir einen Schalli drauf haben. Aber das ist zu weit weg für die Waffe. Und da steht noch eine. Ah, da ist auch noch eine. Also vier haben wir auf alle Fälle. Sicherheitsprotokoll C3, alles klar. Oh, 5. Warte mal, kriegen wir da nicht ein Beil hingeschmissen? Kriegen wir nicht hin, ne? Den gehen wir anders holen. Yes! Da steckt Zeug drin, was wir noch nicht brauchen. Brauchen wir später. Auf die andere Richtung. Das ist gut. Können wir vielleicht die Treppe hoch? Oh, doch, da. Von da nach da, da drüber, da. Jo, okay. Das ist die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist... Brauchen wir nicht, wir sind doch voll. Und die andere Möglichkeit wäre hier. Mit Verstecken. Oh, was liegt da? Achso. Blaskovic, bist du laut?
aber nützt uns jetzt gerade nichts. So, die Treppe müssten wir langsam hochlaufen. Ich habe kein Verständnis für Terroristen. Wie können sie Gewalt gegen uns gutheißen, nur weil wir anderer Ansicht sind? Wir sind halt gewalttätig, Karl. Denen fehlt die moralische Richtschnur. Quatsch. Wir sind doch auch Menschen. Gewalt führt nur zu noch mehr Gewalt. Das stimmt, Karl. Gewalt ist niemals in Ordnung. Niemals. Was für eine Gesellschaft wäre das, wenn ich jeden töten würde, der meine Ansicht nicht teilt? Ein Kriegsgebiet, Karl. Das wäre ein Kriegsgebiet. Zum Kotzen. Übrigens, hast du dich für New Orleans beworben? Na klar. Und du? Auf jeden Fall. Vielleicht sind wir in einer Schwadron. Hoffentlich. Wir arbeiten doch gut zusammen, oder? Ja. Hund unterwegs. Braver Hund, hat er gesagt. Weg ist es. Oh, Manhattan haben wir so viel nicht gemacht. Oh, schade. Egal. Arbeit mit Artefakten von Wolfgang delegieren. Termin mit Psychologen vereinbaren. Akustisch hatte Zinne und. Oh. Warte mal. Vorteile. Waffen. Extras, Goldstarker, Konzeptart, Ausmerzer, Hammerfaust, nix, Manhattan. Enigma-Codes. Kommandanten haben wertvolle Dokumente mit Enigma kurz gemacht, die gesammelten Enigma deckst du strenge, geheime und nützliche Informationen in dem Bezirk auf, der der Kommandant kontrolliert hat. Du kannst kurz dechiffrieren, wenn du Zugang zu einer Enigma-Maschine hast. Und die Enigma-Maschine, die fehlt mir im Moment irgendwie noch. Hier liegt noch eine Starkarte? Wo? Oh. Angezeigt hat er es auf alle Fälle. Brief aus dem amerikanischen Volk. Ach ja. Eine Schallplatte. Nennt man Weltraumsurfen? Geil. Sieht schon besser aus als ein Konzeptart bei manchen anderen Spielen. Heftig. Ah, jetzt kommen sie zu. Jetzt sieht man so. Manhattan haben wir. Oh, nur so viele. Das ist schlecht. Was?
Im Ausmetz habe ich noch keinen einzigen gefunden. Oder gibt's da keine? Ah ja, das werden wir sehen. So, ich glaube, wir haben noch Sprit drin. Ja. Charlie sei Dank. Charlie sei Dank. Oh nein. Kommt keiner. Liebes Spiel, du willst mich verarschen. Ich sag doch, du willst mich verarschen. Ausmerzermechanik. Die besten Ingenieure der Flotte. Ich glaube, ich meine, du bist der Letzte. Nein, ist er nicht. Ui, 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 was hast du denn gemacht? Direkt die Füße weg. Nee, Beine. Das ist ja schon beide weg. Okay, hier müsste noch irgendwo einer sein. Ich habe ihn pfeifen gehört. Hast du gepfiffen? Das ist schön doch. Da pfeift doch noch einer. Einer ist noch da. Noch den haben wir. Achso, haben wir ja. Also das sieht schon mächtig aus, wo wir hier sind. Jetzt sollen wir das Ding loslegen lassen. So, wo ist eine Dechiffriermaschine? Und das ist das, was mich jedes Mal juckt. Das sind noch die Alarmdinge. Ah, die muss ich noch ausschalten. Ausschalten. Ausschalten von den Dingen. Wo sind denn die anderen? Eine müsste vor mir sein. Ja.
Okay, wo ist die andere? Da hinten rechts. Jo, haben wir. Das sieht eher nach unten aus. Oh, wenn ich hier runterfalle, ist nicht gut. Da! Das da? Links von uns ist ein Laser. Achso, für Laser, genau. Hinter uns rechts, das heißt vor uns links. Gut, die haben wir auch. Jetzt haben wir sie alle. Sehr gut. Sie werden auch spioniert. Spionieren Sie zurück. So, Hackebeil brauchen wir nicht. Haben wir alles. Dechiffrieren kann ich auch nicht. Das muss ich mal nachlesen, wo die Dechiffrierstation hier sein soll. Steht schon wieder jemand vor der Tür. Oh oh. Oh oh. Oh fuck. Zum Glück sind die hier. Schön brechend. Panzerbrechend. Jo, gesessen. Okay, Raketenantrieb startklar. Dann mal rein und ab dafür, alter Mann. Alter Mann. Ne? Nein. Okay, das macht Spaß. Das ist jetzt nicht fair. Wo sind die anderen? Da. Da war noch wo welche. Ach, hab ich doch so ein Ding jetzt? Nein, schmeiß weg bitte. Komm. Danke. Okay, die kann man nicht anschießen. Die? Auch nicht. Also, wie immer, die roten. So. Ab aufs Schiff.
Ich glaube, wir müssen jetzt da rein. Okay, wir bewegen uns. Ich muss ganz nach vorne zur Steuerung. Alles klar. Geht nichts über eine schöne Kniescheibe. Aber die ist auch gut. Ja. What? Oh, super. Die Waffe ist cool. Können wir die nicht behalten? Die ist gut. Die macht Spaß. Donuts. Essen wir ein paar Donuts. Plus 100. Ach du Scheiße. Runter oder hoch? Ah, ich geh mal hoch. Ah, hoch. Danke. Ah, fuck. Gib mir mal die 4. Voraus oder hinten, das wissen wir nicht. Ah! Okay, jetzt sind wir hinten. Es burnt ein bisschen. Servus! Geiles Motorrad. Alter! Es reicht! Danke! Danke! Jo! Super! Ja! Und tschüss. So. Ja. Jo, weg ist er. Also nichts mehr mit Alarm. Aber wenn wir hier doch noch nicht so weit sind, dann können wir doch noch mal nach unten gehen, oder? Da unten ist aber bestimmt keiner. Ist nicht wahr.
Können wir die kaputt machen? Nö. Nicht verfügbar. Achso. Ich brauche noch ein bisschen Rüstung. Richtig. Haben wir hier noch ein bisschen was rumliegen? Nee. Den AP ist auch relativ wenig. Ah, das kriegen wir schon hin. Wieder hoch. Ja, komm, fall. Danke. They are spying. Spy back. Geht doch. Kommt er wieder? Ich hoffe doch, er kommt wieder. Ich war noch nicht fertig mit ihm. Was ist denn? Oh oh. Nichts. Das wird eng. 9 HP. 10. Sehr gut. Au. Du kleine Scheiße. Entschuldige. Was war das? Nix. Bisschen Donut essen hier. Komm, ich höre dich doch laufen. Sieh zu, dass du beikommst. Da. Nein, nichts.
Ach. Wo ist denn die Pfeife? Oh. Oh, oh, oh. Sorry. Yes, das tut gut. Eine Warnung vom rumänischen Ausgrabungsstätte DN4. Ja, ich weiß, es ist fies. Nervt nicht. Perfekt. Jawohl. Achso, ist leer. Okay. Habe ich gedacht, wir sehen oben irgendwas? Mein Kanzler? Mein Kanzler. Ist das hier vielleicht zu warm? Ich kann ihn nicht ganz folgen. Ihr Kragenmann. Uniformen sollten bis oben hinzugeknöpft sein. Verhöhnen Sie unser Militär. Der ist zu eng. Ich wurde eiligst entsandt und Sie hatten keine Jacke in meiner Größe. Wenn ich was zuknöpfe, laufe ich blau an. Hey, guten Abend, ja? Verstanden. Sie hatte keine Jacke in meiner Größe. Hey, alles in Ordnung?
So, sind die Beine schon mal ein bisschen weg. Oh, was war das? Da. Okay. Oh ja. Achso, ein Limit erreicht. Ja, okay. So, schönen guten Tag. Das sieht doch schon mal alles sehr, sehr gut aus. Genau, gib mir mal einen Donut. Oh, welch hübsche Ecke. Welch hübsche Ecke. Schreib dir das hinter die Ohren. Doppelt. Einfach reicht. Auch den nicht. Ja, genau. Linker Arm, rechter Arm. Kombination. Nee. Geh mir aus dem Weg jetzt. Sie müssen die Bombe direkt im dreckigen Nervenzentrum des Regimes platzieren. Der Generalstab befindet sich über dem Gewölbe mit dem ganzen...